Hallo an alle, willkommen zu unserem Talk. Wir reden über Treiber in Hochsprachen. Wir halten den Talk auf Deutsch, aber die Folien werden auf Englisch sein, einfach weil wir uns schon schrecklich schwer getan haben, einfach immer diese ganzen komischen Fachbegriffe auf Deutsch zu übersetzen. Und wir hoffen, da kommt jetzt nicht so der awkward Mix aus Deutsch und Englisch raus, wenn wir reden. Aber das wird schon, ja. Ihr seht schon, wir haben hier viele Namen auf den Folien. Prinzipiell ist das hier ein Talk aus einer Reihe, wo wir schon mehrere Talks gegeben haben. Und da haben einfach viele Leute schon mitgewirkt. Und ich habe hier einfach alle draufgeschrieben, die hier was an dem Projekt hier mal mitgemacht haben. Und heute mit mir dabei ist Simon. Und ich bin Paul. Ich bin Doktorand an der TUM in München. Und ich schaue mir da an, wie sich Sachen im Netzwerkbereich in Software machen lassen und ob es dann auch noch schnell ist, beziehungsweise wie man hinkriegt, dass es schnell ist, wenn mein Router jetzt in Software läuft, statt in Hardware irgendwo. Und Simon ist mein Hiwi und hat eine Bachelorarbeit bei mir geschrieben. Und zwar hat er einen Rust-Treiber programmiert. Und alle anderen, die auf der Folie eben standen, sind auch Studenten von mir, die irgendeine Art Abschlussarbeit, wo ich irgendeine Art Abschlussarbeit betreut habe, die in dem Rahmen von diesen Projekten war. Nun, also es geht um bessere Programmiersprachen für Treiber und dann schauen wir uns erstmal an, was ist denn überhaupt so die Standardsprache und ja, ist natürlich C. Wenn ich mal anschaue, Betriebssysteme werden realistisch gesehen in C geschrieben, weil C ist total die tolle Sprache, um einfach so ein Betriebssystem zu schreiben. Hat hier irgendjemand auf seinem Laptop ein Betriebssystem, was nicht in C geschrieben ist? Nee, keiner? Komisch. Dabei gibt es doch welche. Kommen wir nachher zu. Ja, warum nimmt man C oder warum ist C total die geile Sprache? Ist natürlich, man hat diesen Low-Level-Zugriff auf Speicher, auf Geräte und so weiter. Pointer sind total super, man kann damit tolle Sachen machen. Und man kann auch total sicheren Code schreiben, wenn man sich nur richtig anstrengt. Also zumindest behaupten Leute immer, dass sie das hinkriegen. Ich schaff's nicht, aber andere behaupten, dass sie das können. Also scheint es wohl zu gehen. Und das Nächste ist natürlich, dass C versteht einfach jeder. Das ist einfach so der lowest common denominator an Programmiersprachen. Einfach mal kurze Umfrage. Wer hier glaubt, dass er C-Code gut lesen kann? Einfach kurz melden. Größtenteils gut. Okay, das sind jetzt so die Hälfte, aber ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja. Dann ist das Nächste natürlich auch, Leute sagen, C ist irgendwie wunderschön. Aber wenn C wunderschön ist und man kann es so gut lesen, warum hat mir dann ein Student solchen Code als Pull-Request geschickt bei dem Projekt und hat gesagt, das geht nicht anders, das muss man so machen. Und das ist außerdem voll schön. Habe ich erstmal irgendwie gesagt, nein, aber am Ende ist es reingemerged, weil es tatsächlich die schönste Art ist, um das so zu machen, was wir da machen mussten. Wer kann denn diesen Code so direkt interpretieren? Wer schaut sich das an, denkt sich, ach klar, das macht hier irgendwie da. Sieht es jemand? Wenn ich den Namen mal fixe und den richtigen Namen nehme, sieht es dann jemand? Das tut? Nee, immer noch nicht. Aber ist doch so einfach und schön und sicher. Nicht? Okay, ja, das ist so ein Standard-Makro, was man im Betriebssystem bei, vor allem in Treibern, immer gerne wieder sieht. Das macht so ein bisschen Vererbung und das macht so ein bisschen abstrahiert so ein bisschen Interfaces von Treibern beziehungsweise Structs von Treibern. Und das ist der Linux-Kernel oder allgemein Treiber sind einfach voll damit. Ich habe einfach beim Linux-Kernel mal durchgesucht nach Container off. Da gibt es 15.000 Mal, wird das verwendet etwa. Das heißt, das ist jetzt nicht so vollkommen unreasonable Code, aber es ist halt natürlich schon hier, wenn da irgendwie ein literal Null auf einen Pointer gecastet wird, dann dereferenziert wird, aber das ist okay, weil ein Type-off außen drum ist, dann denkt man schon meistens, hä? Aber es ist tatsächlich die schönste Art, um einiges zu machen und deshalb ist jetzt auch in unserem C-Code dieses schöne Makro drinnen mit irgendwie einem Erklärungstext, der länger als das Makro ist. Okay, also C ist schon mal nicht schön und Leute scheinen es nicht zu verstehen. Was kann es denn dann? Ist es denn noch sicher? Ja, schauen wir uns einfach mal an hier, was gab es denn so für kritische Sicherheitslücken im Linux-Kernel in dem Fall, so in den letzten 20 Jahren etwa. Da steht auf jeden Fall eine Zahl, die größer als 0 ist. Das ist nicht unbedingt gut, aber es ist natürlich jetzt nicht immer die Sprache dran schuld, dass man irgendwie einen Fehler in seinem Kernel hat.
Da ist es jetzt natürlich sehr mühsam, das rauszufinden, an wie vielen Bugs denn die Sprache schuld ist. Da müsste man durch die ganzen Patches durchgehen und schauen, was war der Bug und ist da jetzt C dran schuld. Das wäre mir zu anstrengend, aber zum Glück haben das andere schon mal gemacht. Da gibt es so eine Studie von ein paar Leuten vom MIT, die haben sich 65 Code-Execution-Bugs angeschaut in Linux, die in 2017 gefunden wurden und sind die einfach mal alle durchgegangen und haben geschaut, was ist das für ein Bug? Und hätte der verhindert werden können, wenn es einer speichersicheren Hochsprache geschrieben worden wäre. Nun, die sind dann zu diesem Ergebnis gekommen, dass bei 17% von den analysierten Bugs war es einfach irgendwie unklar, weil das ist ja auch immer schwer zu sagen, wenn man so im Low-Level-Code ist, hätte das da wirklich die Sprache geholfen, weil oft braucht man ja wirklich irgendwelche Low-Level-Sachen, wo einem dann die beste Sprache nicht helfen kann, wenn man da irgendwie was falsch macht. Aber bei 22% haben sie ganz klar gesagt, nein, eine bessere Sprache hätte nicht geholfen, weil das ist ganz klar ein Logikfehler, ja, passiert. Aber bei 12% ist ein ganz klassischer Use After Free, was ja ein ganz beliebter Bug ist in so einer Sprache wie C. Und noch schlimmer, bei 49% ist einfach Bounce Checks fehlt in C. Ich lese was, ups, Bounce nicht gecheckt, ups, kaputt. Die Hochsprache hilft dagegen, dass ich da dann natürlich stattdessen eine Kernel Panic bekomme. Okay, aber lieber bekomme ich eine Kernel Panic, als dass irgendwie der Angreifer beliebigen Code ausführen darf. Nun hätte hier also die bessere Sprache schon viel geholfen für Betriebssysteme, wenn eben nicht das ganze Betriebssystem in C geschrieben wäre. Sollten wir also folglich alle Betriebssysteme in besseren Sprachen schreiben? Ja, kann man probieren. Es gibt da verschiedene Ansätze. Das ist jetzt bei weitem keine vollständige Liste. Es gibt eine Menge Leute, die mal versucht haben, hey, wie ist denn das Betriebssystem schreiben? Nehmen wir mal eine andere Sprache. Wir haben uns hier jetzt Redox in Rust mal rausgesucht, weil das so das aktuelle, das heiße Zeugs ist, was jetzt, was explizit auch das Ziel hat, irgendwann mal Linux auf dem Laptop oder auf dem Server zu ersetzen. Das ist aber noch lange nicht so weit. Simon hier macht gerade eine Seminararbeit bei uns, wo er sich Redox-Netzwerktreiber ein bisschen anschaut und ja, sagen wir mal so, Redox bootet zwar schon, aber hat so ein paar Probleme noch. Ja, dann gibt es diese ganzen Research-Betriebssysteme, Singularity von Microsoft, das ist relativ cool, wird nicht mal weiterentwickelt. Dann Biscuit ist ein Betriebssystem in Go, das war die Studie über die Bugs vorher, das war in dem Kontext von diesem Biscuit-Betriebssystem. Das ist übrigens ein sehr gutes Paper, das da auf der Seite vorher verlinkt war, kann man auch mal lesen. Dann natürlich bei Hochsprachen ist man auch schnell bei Unikernels, das sind jetzt nicht richtig Betriebssysteme, aber gerade Mirage ist da sehr beliebt. Wir haben da auch unseren, wir haben einen Treiber in OCaml mal geschrieben, den wir dann in Mirage reingefrickelt haben. Ja, ist das jetzt kein richtiges Betriebssystem in dem Sinne. Und, oder anders zu sagen, keins von diesen aus der Liste wird jetzt in nächster Zeit das Betriebssystem auf meinem Laptop ersetzen, vermutlich. Das wird hier irgendwie C bleiben. Nun, Betriebssystem in der Sprache neu schreiben, unrealistisch, blöd. Aber schauen wir uns da an, was waren das denn genauer für Fehler? Da wurden ja jetzt 40 Fehler identifiziert, die man hätte verhindern können, wenn die Sprache besser gewesen wäre. Haben wir uns alle mal näher angeschaut, wir sind da jeweils drüber gegangen, den Patch angeschaut von der Sicherheitslücke und geschaut, wo waren das? Ja, 39 davon waren in Treibern und der 40. im Bluetooth-Stack. Und da ist jetzt auch keiner so total überrascht, dass da jetzt irgendwie die Treiber schlechtere Codequalität haben als der Rest von Kernel. Das ist jetzt nicht so, oh nein, wer hätte das gedacht? Wenn man sich da mal genauer anschaut und so nach Treiber aufschlüsselt, ist da irgendeiner besonders negativ aufgefallen? Ja, also da ist jetzt auch keiner sonderbar überrascht. Aber um es anders zu sagen, man hätte einige von diesen kritischen Bugs einfach verhindern können, wenn dieser Qualcomm Wi-Fi-Treiber halt einfach irgendwie in einer ordentlichen Sprache geschrieben worden wäre, weil das waren alles so Out-of-Bounds-Accesses und Use After Free und sowas. Und es muss halt einfach heutzutage eigentlich nicht mehr sein. Gut, aber dann sind die Bugs wohl in dem eher gammeligen Teil von so einem Betriebssystem und das scheinen die Treiber zu sein. Wie gesagt, keiner groß überrascht. Und dann ist die Frage, okay, schreiben wir halt nur die Treiber neu, weil ich muss ja nicht das ganze Betriebssystem neu schreiben, schreibe ich nur die Treiber neu. Es ist so, in Linux etwa sind so, habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, 50-60% vom Code sind etwa Treiber. Und die Sache ist, ja, es gibt schon Betriebssysteme, die haben die Treiber teilweise in besseren Sprachen. Es gibt teilweise Betriebssysteme, da sind die Treiber in so Subsets von C++, aber es ist meistens halt auch nicht so die hilfreichen Subsets von C++, sondern eher irgendwie, wir haben jetzt hier irgendwie so ein bisschen Klassen drin, aber dann, ich kann jetzt natürlich anfangen, ein Kernel-Modul in Rust zu schreiben zum Beispiel, aber das kriege ich in Linux nie upstream, das könnte schwierig werden, aber ich kann es tun.
Ja, wir haben uns deshalb im konkreten User Space Treiber angeschaut, weil man da einfach nicht diese ganzen Einschränkungen hat und sagen einfach, hey, läuft jetzt hier als normaler Prozess, so ein bisschen Mikrokernel-Style und kann ich jetzt in jeder Sprache schreiben, weil ich habe jetzt hier keine Einschränkung mehr. Und die Frage ist dann, ist denn jede Sprache eine gute Wahl dafür? Es gibt eine Menge Sprache. Schreibe ich jetzt meine Treiber irgendwie in Python oder nicht? Oder habe ich Probleme, wenn ich so eine Sprache habe, die einen Just-in-Time-Compiler hat oder einen Garbage-Collector hat? Und da stellen sich dann natürlich jede Menge spannende Fragestellungen, die man sich dann so mal näher anschauen kann. Und wir haben das so ein bisschen gemacht, im Konkreten für Netzwerktreiber. Gut, warum schauen wir uns Netzwerktreiber an? Ja, einfach, weil wir viel über Netzwerk wissen, weil Netzwerktreiber ein relativ dankbares Ziel für da was sind. Es ist super easy, irgendwie am Ende das quantitativ zu analysieren und zu sagen, hey, das ist jetzt x Prozent langsamer geworden dadurch, y Prozent schneller. Da tue ich mich bei anderen Treibern schwerer, sowas genau auszumessen. Und Netzwerktreiber haben natürlich eine gigantische Oberfläche, die einfach so Richtung offene Welt offen ist, weil klar, die müssen die Pakete annehmen, wenn da ein Bug ist, ist besonders blöd. Ja, außerdem sind Netzwerktreiber im User Space schon relativ weit verbreitet. Da zum Beispiel gibt es DPDK oder Snap oder sowas, das sind alles User Space Treiber, die wurden aus Performance-Gründen ursprünglich gemacht, aber ja, dann. Netzwerk-Stacks selber, die bewegen sich auch immer mehr Richtung User-Space. Beispiel auf meinem Handy, auf dem iPhone, da läuft irgendwie der TCP-Stack als User-Space-Prozess. Andere Sachen, wenn ich hier irgendwie einen Quick-Stack in Chrome drinnen habe, dann ist das eine Library, die in Chrome reingelinkt ist und unten runter im Kernel wird nur das dumme UDP benutzt, aber das ganze Harte ist eh schon im User-Space. Dadurch ist das ein relativ gutes, einfaches Ziel. Aber alles, was wir hier sagen, lässt sich größtenteils auch auf andere Treiber anwenden. Es gibt auch User-Space-Treiber für andere Sachen. Bekannt sind natürlich NVMe-User-Space-Treiber mit SPDK zum Beispiel, wo einfach Performance gebraucht wurde für NVMe-Devices. War auch ein User-Space-Treiber geschrieben. Das ist meistens die Hauptmotivation, dass es Performance ist. Also alles hier allgemein anwendbar. Geht weiter, wenn wir uns jetzt die Netzwerktreiber mal genauer anschauen, haben wir hier auch, können wir was ganz Interessantes machen. Wir können jetzt nämlich mal einfach anschauen, für was für eine Technologie die Dinger waren. War das jetzt für ein 10 Gigabit Ethernet, war das für ein 100 Gigabit Ethernet und dagegen mal plotten, wie komplex die sind. Und dadurch sieht man gut, dass das eben immer weiter wächst. Und zwar gibt es da so ein bisschen eine lineare Beziehung zwischen Geschwindigkeit und Lines of Code. Und naja, Geschwindigkeit wächst immer exponentiell, so immer Faktor 10 hoch. Dementsprechend ziehen die Lines of Code auch mit. Beachten, dass das eine logarithmische Achse ist auf der Y-Achse. Das heißt, während beim 10-Gigabit-Treiber noch der größte Treiber 33.000 Zeilen Code war, bei den 100-Gigabit-Treibern ist der größte bei, ich glaube, 120.000 Zeilen Code oder so. Das ist einfach mit dem Lines of Code Counter, also ohne Whitespace und ohne Kommentare. Das heißt, das sind schon so gigantische Komplexitätsmonster, die da einfach irgendwo rumlungern im Kernel. Und das wird jetzt auch immer nur noch schlimmer werden, wenn da immer mehr Magic reinkommt. Nun, das ist blöd, wenn das alles so kompliziert ist. Deswegen habe ich schon vor anderthalb Jahren mal selber so einen C-User-Space-Netzwerktreiber geschrieben. Da hatte ich einen Talk auf dem 34C3, der ist irgendwie aufgezeichnet, kann man sich auch anschauen. Und da erzähle ich kurz, wie man so einen Treiber schreibt. Prinzipiell habe ich da diesen ICSI-Treiber gebaut. Und das ist einfach ein Treiber, der zeigt, allgemein so zeigt, wie baut man so einen Netzwerktreiber? Was ist das Minimalset, was man implementieren muss? Und was sind hier überhaupt diese ganzen, welche Syscalls muss ich an welcher Stelle machen, um mir hier irgendwie das ganze Zeugs in den User Space zu mappen? Und das ganze Ding ist, glaube ich, ganz gut kommentiert. Da sind überall so Referenzen auf die Datenblätter, auf Spezifikationen und so weiter und sind trotzdem nur 1000 Zeilen C-Code. Am Ende kannst du halt Pakete empfangen, weiterleiten und so die Basisfunktionalität machen. Zum Vergleich, der Original-Intel-Treiber für die gleiche Netzwerkkarte ist 30.000 in Linux beziehungsweise 38.000 in der User-Space-Variante, aber dafür ist da halt auch eine Menge Magic drin, wie zum Beispiel irgendwie, dass allein 2000 oder 3000 Zeilen zum Senden und Empfangen von Paketen, was ich in 100 Zeilen hinkriege, aber dafür fange ich nicht alle Fälle ab, meine CPU kann AVX2 und ich habe mindestens 4 Pakete, dann ist da eine extra Implementierung, die nur noch aus AVX und Synsix besteht, die keiner versteht. Ja, ich habe das damals natürlich in C geschrieben, weil es war ja gedacht, dass es dafür da ist, um Leuten zu erklären, wie das funktioniert und C ist das halt, was alles jeder kann. Ja, ist natürlich die nächste Frage. Ja, das muss man jetzt natürlich in einer besseren Sprache schreiben.
und in welcher Sprache. Habe ich mal überlegt, was kann ich so für Sprachen oder was für Sprachen kann ich gut genug, dass ich mir sicher wäre, ich könnte auf irgendwie einen guten Treiber kommen, der halt irgendwie halbwegs so aussieht. Dann bin ich auf irgendwie so eine Handvoll Sprachen gekommen und war dann irgendwie zu wenig, da müssen mehr Sprachen her, aber es ist auch irgendwie verdammt viel Arbeit, das ganze Zeugs zu schreiben. Zum Glück arbeite ich hier an der Uni und muss nicht selber arbeiten, sondern kann einfach so Arbeiten ausschreiben und sagen, hier Bachelorarbeit, Masterarbeit, sonst was. Brauche einen Treiber in Sprache A, B, C, D und dann tauchen irgendwie so eine Menge Studenten auf. Den habe ich dann allen erklärt, dass das super kompliziert wird und habe die erstmal versucht zu verschrecken, weil das schon ziemlich tricky Thema ist. Aber so manche hier sind dann irgendwie trotzdem geblieben und müssen jetzt hier sein, voll blöd. Genau, und da hatte ich dann so, letztes Jahr war das immer so eine große Gruppe von Studenten, denen ich zusammen irgendwie was erzählt habe, wie das so läuft. Und Simon wird jetzt hier weiter erzählen, was ich prinzipiell ihm letztes Jahr erzählt habe, wie das so im Allgemeinen läuft. Ja, Simon, dein Mikrofon. Ja, danke Paul. Ja, was hat Paul uns so gesagt? Naja, wichtig ist erstmal zu verstehen, wie eigentlich Gerät und Treiber miteinander kommunizieren. Dafür gibt es prinzipiell drei Möglichkeiten: MemoryMapped.io, Direct Memory Access und Interrupt. MemoryMapped.io heißt, wir haben eine magische Datei für unser Gerät, die wir in den Arbeitsspeicher des Treibers mappen können, und über den gemappten Speicherbereich können wir dann auf den Speicher des Geräts zugreifen. So kommuniziert der Treiber mit dem Gerät. Dann haben wir Direct Memory Access. Damit kann das Gerät direkt auf den Hauptspeicher des Systems zugreifen. Das heißt, hier geht die Kommunikation vom Gerät aus, und wir haben Interrupts. Man hört das ja war oft, ein Interrupt. Genau, man hört ja oft, dass User Space Treiber keine Interrupts können. Das stimmt aber nicht. Wir haben schon einen Prototypen implementiert mit Interrupts, aber wir werden jetzt aus zeitlichen Gründen nicht weiter in unserem Vortrag darauf eingehen. Genau, normalerweise laufen so Treiber ja im Kernel. Wir wollen unseren Treiber aber im User Space laufen lassen. Was braucht man dafür oder was ist da anders? Paul sagte mal, das sind vier einfache Schritte und schon ist man fertig mit seinem User Space Treiber. Als total erstes die muss man einfache Bachelorarbeit. Genau, super einfache Bachelorarbeit. Als erstes muss man den Kernel Treiber rauswerfen, dann diesen PCIe Memory, diese Memory Mapped IO Adressbereich muss man Memory mappen, dann die physischen Adressen für den Direct Memory Access herausfinden und dann muss man nur noch den Treiber schreiben und schon ist man fertig. Genau, Netzwerktreiber brauchen natürlich Netzwerkkarten. Paul hat uns dafür ein paar gegeben. Paul, was für Netzwerkkarten hast du uns denn gegeben und warum? Das ist natürlich meine Lieblingsnetzwerkkarte, die Intel 82599. Jeder, der mal irgendwie so einen Netzwerkkartentreiber entwickelt hat oder was damit gemacht hat, der weiß, dass es einfach die beste Netzwerkkarte ist. Die sieht man auch super häufig. Die findet man eigentlich in jedem zweiten Server oder findet man auch eine Menge als Onboard-Chips auf so Server-Mainboards. Das ist super oft so eine 82599. Und ich mag die einfach super gerne, weil da einfach noch nicht so viel Magie in so einer Blackbox-Firmware versteckt ist, sondern da ist das ganze Zeugs einfach noch im Treiber drinnen. Und wenn ich das mit so einer neuen Netzwerkkarte vergleiche, wo ich immer nur noch sagen muss, der Firmware, mach mal bitte X für mich. Hier muss ich noch irgendwie selber an die Strukturen und da ist super gutes Datenblatt dabei. Es ist einfach so ein 1200 Seiten PDF, da steht einfach alles drin, was man so brauchen muss. Das kann man dann den Studenten geben und sagen, implementier mal, und dann ist es auch voll praktisch. Ja, aber Simon, weiter. Genau, also Paul sagt, implementier mal, naja, und jetzt? Also das Erste, was wir tun müssen, wir hatten ja vorher die vier Schritte, man will irgendwie den Kernel-Treiber erstmal rauswerfen, dafür muss man herausfinden, wo steckt denn eigentlich meine Netzwerkkarte drin, an welchen PCI-Bus ist die angeschlossen, was ist überhaupt die Adresse von dieser Karte. Dafür kann man einfach LSPCI auf seiner Shell eingeben und dann bekommt man da ganz schön viele Geräte ausgegeben und ganz am Anfang vor dem Gerätenamen sieht man so eine schöne Nummer, das ist die Adresse im PCI-Bus und die kann man dann einfach verwenden, um in eine andere magische Datei zu schreiben und dann gibt der Kernel diese Karte frei. Ja, wenn der Kernel-Treiber heraus ist, dann können wir den Speicherbereich der Karte in den Arbeitsspeicher des Treibers mappen und dann eben mit dieser Karte arbeiten. Dafür braucht man halt ein paar syscalls. Wichtig ist, das Ganze kann man nur als Root-Nutzer machen. Genau, auf den Code will ich jetzt gar nicht so genau eingehen.
Das schauen wir uns später noch ein bisschen genauer an. Ja, was findet man im Speicher von so einer Karte? Ganz schön viele Register. Da gibt es ein langes Handbuch von Intel, wo diese ganzen Register drin stehen. Das schaut zum Beispiel so aus wie hier auf dieser Folie. Da steht dann der Name von so einem Register und das Offset im Speicher, wo man das Register findet. Und da gibt es dann zum Beispiel Register für die LEDs von der Netzwerkkarte. Da kann man dann lesen und reinschreiben und dann kann man die LEDs von der Netzwerkkarte blinken lassen. Genau, in C ist das Ganze sehr einfach, aber man kann das halt auch in anderen Sprachen machen, zum Beispiel in Rust. Ja, wie kommt jetzt die Netzwerkkarte von unserem Netzwerk zu unserem Programm? Naja, wir sagen der Karte einfach, an welcher Stelle im Speicher sie die Pakete ablegen soll und warten dann darauf, dass Pakete ankommen und die Netzwerkkarte die Pakete dahin legt. Genau. Da gibt es natürlich immer ein bisschen Unterschiede zwischen den einzelnen Geräten, aber im Allgemeinen funktioniert das alles sehr ähnlich mit den verschiedenen PCI-Geräten. Ja, welche Sprachfeatures braucht man, um einen Treiber im User Space zu implementieren? Im Allgemeinen ziemlich viel Low-Level-Zugriff auf diverse Sachen, die man aber in fast allen Sprachen hinbekommt. Genau. Und damit gebe ich jetzt zurück an Paul, der was zu den einzelnen Sprachen erzählen wird, in denen wir die Treiber implementiert haben. Genau. Ja, prinzipiell, man kriegt das in eigentlich jeder Sprache hin, habe ich immer gesagt. Es ist halt mehr oder weniger frecklig, aber lösbar ist es. Wir haben jetzt fertige Implementierungen in C-Sharp, Swift, OCaml, Haskell, Go, Rust und Python. Die Auswahl der Sprachen, das ist einfach nur, wofür ich Studenten gefunden habe. Da ist jetzt keine höhere Idee dahinter, sondern einfach nur ja, Studenten dafür gefunden, passt. Aktuell laufen noch Arbeiten an JavaScript und Java. Das wird auch noch spannend, vor allem JavaScript-Treiber freue ich mich schon sehr. Was waren die Ziele von diesen Implementierungen genau? Und ich habe natürlich nicht jedem gesagt, ja, mach mal irgendeinen Treiber, sondern die Idee war, dass das die gleichen Features wie mein C-Treiber implementiert und dass es auch irgendwie so grob die gleiche Architektur ist, aber gleichzeitig sollte es natürlich idiomatischer Code für die Sprache werden und gleichzeitig sollten natürlich alle Sicherheitsfeatures, oder nicht alle, oder sollten Sicherheitsfeatures von der Sprache verwendet werden, womöglich, und Ziel ist es dann eben irgendwie so zu quantifizieren, was kostet mich denn diese Sicherheit, die ich jetzt gewonnen habe, was habe ich denn für Probleme, wenn ich das aktiviere und wie läuft denn das? Wenn wir jetzt mal diese verschiedenen Sprachen auf einem ganz hohen Level anschauen, übrigens, wir schauen jetzt hier nur im hohen Level in die meisten Sprachen rein, außer in Rust. Wir haben auf unserem Kongress-Talk in Deep Dive auch noch in Go und in ein paar andere Sprachen ein bisschen Einblick gehabt. Wen das interessiert, den Talk vom 35C3 von uns raussuchen. Aber hier jetzt mal so ein High-Level-Overview-Vergleich über all diese Sprachen. Schauen wir uns mal an, was haben wir hier? Hauptsächlich sind wir natürlich an Speicherverwaltung und wie es kompiliert wird interessiert. Und bei Speicherverwaltung ist natürlich ein wichtiger Aspekt für diese ganzen Speicherbugs. Da ist natürlich bei C Speicherverwaltung nein, also manuell. Und die anderen Sprachen, da ist eigentlich ja Garbage Collected alles. Dann Swift, das ist ein bisschen Special Unique Snowflake Garbage Collector mit Reference Counting. Rust ist irgendwie dann super special und da kommen wir nachher nochmal zu, was das hier bedeutet. Und es wird eigentlich fast alles compiled, außer C-Sharp, was einen Just-in-Time-Compiler hat und Python, was halt interpretiert wird. Und gut, haben wir diese Sprachen mit den groben Eigenschaften. Was bedeuten diese Eigenschaften jetzt für die Sicherheitsfeatures, die uns die Sprache garantieren kann in dem Treiber? Da haben wir so eine Tabelle, sieht man die Sprache und dann sieht man Bounce-Checks und Use-After-Free. Das einmal für allgemeinen Speicher und einmal für die Paketbuffer bzw. DMA-Buffer. DMA-Buffer sind auch immer so ein bisschen special, weil die brauchen immer so ein bisschen extra, weil die muss man sich besonders allozieren. Das sind so also ein paar Implementierungsdetails. Auf jeden Fall kann ich nicht einfach das malloc von oder die native Allokation von der Sprache benutzen, um einen DMA-Buffer geben zu lassen. Das geht einfach nicht. Und dadurch fallen ein paar von den Sicherheitsfeatures runter. Und hinten haben wir noch Integer-Overflows dazugenommen, aus dem einfachen Grund, dass wir da mal so ein Praktikum hatten, wo irgendwie Studenten C schreiben mussten und dann haben irgendwie super viele Integer-Underflows eingebaut. Keine Ahnung warum, deshalb haben wir geschaut, ob es dagegen auch noch was hilft. Ja, wenn wir jetzt die Tabelle ausfüllen mit den ganzen Sprachen, dann
sehen wir, dass eigentlich bei den allgemeinen Speicher können die alle alles, aber bei Paketbuffern ist das alles so ein bisschen eingeklammert, weil es da verschiedene Einschränkungen in verschiedenen Szenarien gibt, wofür wir am Rust-Beispiel nachher einfach nochmal mehr sehen. Und Integer Overflows, dagegen helfen eigentlich nur wenig Sprachen, das sind eigentlich nur Swift und Rust, wobei man es bei Rust eben explizit aktivieren muss. Und gut, haben wir also diese Sprachen und ist die nächste Frage, was kostet uns der ganze Spaß? Erstmal im Sinne von, wie viel Code muss ich denn mehr schreiben, um diese Sicherheitsfeatures zu bekommen? Das sind jetzt Line-of-Code-Counts, wieder ohne Leerzeilen, Kommentare und so weiter und ohne die Registerdefinition, weil viele halt einfach irgendwie die Registerdefinition mit einem regulären Ausdruck erzeugt haben und dann kamen halt irgendwie 1000 Zeilen Registerdefinition raus. Aber so die Grundlagen von dem C-Treiber sind zum Beispiel 830 Zeilen etwa, während Rust zum Beispiel etwa 100 Zeilen mehr hat. Wenn man sich jetzt aber anschaut, die tatsächliche Größe vom Source Code ist Rust leicht kleiner. Liegt daran, dass Rust-Format einfach super kurze Zeilen gerne macht, während ich in C halt eher tendenziell längere Zeilen geschrieben habe. Aber prinzipiell sieht man, das ist alles so in der gleichen Größenordnung. Man kann sagen, wenn es in C um die 1000 Zeilen sind für den Treiber, dann sind es in den anderen Sprachen auch so ungefähr um die 1000 Zeilen. Und vieles ist so ein One-Time-Overhead. Ich muss halt einmal die notwendigen Primitiven implementieren, um den Rest darauf aufzubauen. Und dann kann ich es eigentlich in der Hochsprache einfacher schreiben als in C. Aber der Anfang ist immer ziemlich hart. Nun, wir schauen uns jetzt eine Sprache näher an, weil Simon dieses Jahr hier ist, eben Rust. Und ja, Simon. Ja, danke, Paul. Wer hat denn hier schon mal was mit Rust gemacht? Cool, doch einige. Da muss ich ja gar nicht mehr so viel zu Rust erzählen. Genau, also ich vermute mal, den meisten ist Rust ein Begriff. Ihr habt vielleicht noch nicht was damit gemacht, aber hat vermutlich jeder schon mal gehört. Was ist Rust überhaupt? Naja, es ist vor allem eine sichere Systemprogrammiersprache. Rust hat keinen Garbage Collector. Dafür dieses einmalige Ownership-System, von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt. Ist einfach ein Set an Regeln, wie mit Variablen umgegangen wird und einen Unsafe-Mode, weil leider nicht alles in sicherem Rust-Code möglich ist. Genau, wie funktioniert es mit der Speichersicherheit in Rust? Ja, wie gesagt, es gibt dieses einmalige Ownership-System. Das sind an sich drei einfache Regeln, wie eben mit Variablen umgegangen wird. Also es geht vor allem darum, dass so eine Variable halt einen Eigentümer hat und immer nur einem Eigentümer gehören kann. Und diese Regeln werden von Rust zur Compilezeit durchgesetzt. Das heißt, beim Kompilieren von dem Programm überprüft Rust, ob ihr alle Regeln eingehalten habt. Und wenn dem nicht so ist, dann kompiliert euer Programm einfach nicht. Und zur Laufzeit ist der Unterschied dann gar nicht mehr so groß. Also deswegen ist Rust auch so performant, weil, wie gesagt, diese Regeln werden zur Compilezeit durchgesetzt und so ein kompiliertes Rust-Programm ist dann gar nicht so anders zu einem kompilierten C- oder C++-Programm. Ja, wie schaut das Ownership-System in unserem Treiber aus? Wie haben wir das eingesetzt? Naja, für unsere Netzwerkpakete haben wir Packet-Structs, genauso wie im C-Treiber, aber im Rust-Treiber sind diese Packet-Structs einfach Eigentümer von einem Speicherbereich, von einem Teil vom DMA-Speicher und dieser Teil von dem DMA-Speicher, da sind die Paketdaten drin von dem jeweiligen Paket und dieser Speicherbereich gehört einfach dem Paket. Und das ist an sich eine recht coole Sache, weil wenn wir dieses Paket halt vom Nutzer an den Treiber übergeben, dann wird die Ownership mit dem Paket mit übertragen und wenn wir das Paket wieder zurückgeben, wird es auch wieder zurück an den Nutzer übertragen und so gehört das Paket halt immer genau einem, entweder dem Treiber oder dem Nutzer und dadurch haben wir einfach Speichersicherheit. Also es kann nicht passieren, dass der Treiber und der Nutzer gleichzeitig auf die Paketdaten zugreifen. Und unten auf der Folie sieht man jetzt, wie der Treiber verwendet wird in einer normalen Anwendung. Das ist an sich recht wenig Code, den man da braucht. Also man muss davor noch die Netzwerkkarte initialisieren, das fehlt jetzt hier, das ist aber auch nur eine Zeile mehr. Und dann hat man einfach einen Buffer, man kann eben hier Pakete empfangen, dann so ein Paket modifizieren, da ändern wir jetzt einfach ein Byte, das inkrementieren wir um eins und dann kann man die Pakete wieder verschicken. Und das Schöne ist, man kann halt hier nichts falsch machen. Also man kann nicht vergessen, die Pakete wieder zu freen, weil die werden einfach automatisch gefreed, wenn die out of scope gehen. Also in Rust gibt es immer so Bereiche, Scopes, in denen Variablen gültig sind und wenn so eine Variable out of scope geht, dann wird halt der Wert gedroppt. Genau, leider ist eben nicht alles in Safe Rust Code möglich, auch nicht in unserem Treiber.
zum Beispiel externe Funktionen aufzurufen, ist einfach immer unsafe und Pointer zu dereferenzieren. Aber das ist nichts Ungewöhnliches. Die Idee ist einfach, unsicheren Code hinter einer sicheren Schnittstelle zu verstecken. Das ist auch in der Rust Standard Library so. Also da ist relativ viel unsafe Code drin, aber man versucht einfach zu verifizieren, dass der unsafe Code eigentlich doch nicht unsafe ist. Also ich habe da ein Beispiel dafür mit dabei, wie es in unserem Treiber gelöst ist oder eine Stelle, wo wir unsicheren Code verwenden. Das ist die Funktion, um ein Register zu setzen. Da übergeben wir einfach das Offset von dem Register, für das wir einen Wert setzen wollen, und an die Adresse des Registers zu schreiben. Dafür haben wir eben einen Pointer, wo wir hinschreiben wollen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, so ein Pointer zu dereferenzieren ist einfach immer unsafe. Deswegen ist da ein Unsafe-Block außenrum. Aber wir überprüfen eben, ob das Register wirklich in dem Speicherbereich ist, den wir in unseren Speicher gemappt haben. Und wenn dem nicht so ist, dann schreiben wir halt da nicht hin. Und damit garantieren wir, dass wir hier nicht an irgendwie unzulässige Speicherstellen schreiben. Ja, jetzt haben wir irgendwie schönen Code, aber ist der Code auch schnell? Dafür haben wir ein Test-Setup aufgebaut. Wir haben für die ganzen Treiber Forwarder-Applications programmiert. Die haben wir auf einem Server laufen lassen, der dann Pakete zugeschickt bekommen hat von dem anderen Server. Also wir haben zwei Server, der eine Server mit der Forwarder-Application drauf und den anderen Server mit einem Paketgenerator. Als Paketgenerator haben wir Moonchain verwendet, den Paul programmiert hat und damit natürlich der beste Paketgenerator ist. Und die zwei Server sind einfach über 10 Gigabit Links verbunden und die Forwarder-Anwendung schickt die Pakete dann über zwei Ports hin und her, also in zwei Richtungen, über zwei Ports, zwei Verbindungen. Das heißt, an sich haben wir 20 Gigabit, über die wir Pakete schicken. Ja, was haben wir uns angeschaut? Vor allem erstmal den Durchsatz unter Einfluss von Batching. Batching heißt, wir haben mehrere Pakete, die auf einmal vom Treiber an die Netzwerkkarte geschickt werden. Das ist so der Hauptperformance-Vorteil von User-Space-Treibern gegenüber Kernel-Treibern. Wir haben uns vor allem die Paketrate angeschaut, weil der Overhead pro Paket entsteht und nicht pro Byte. Und die maximale Rate bei 2x10 Gigabit sind ungefähr 29 Millionen Pakete. Und wie man sieht, kommen C und Rust auch recht nah dran und sind auch ungefähr gleich schnell. Ein bisschen langsamer sind so die funktionalen Programmiersprachen. Und mit Abstand am langsamsten ist, wie man sieht, Python. Vielleicht eine nette Anekdote an der Stelle. Als Paul mir zum ersten Mal den Graphen geschickt hat, habe ich ihn gefragt, wann er die Daten für Python noch reintut. Das sind tatsächlich die Daten für Python. Also Python verschickt halt so 100.000 Pakete in der Sekunde. Da muss man halt leider dann ein bisschen reinzoomen, damit man das sieht. Ja, wir haben uns ein bisschen gewundert, warum Swift eigentlich so langsam ist. Weil bei den funktionalen Programmiersprachen versteht man das vielleicht noch, dass da ein Overhead da ist, aber warum eigentlich bei Swift? Und dann haben wir uns das ein bisschen genauer angeschaut und stellt sich heraus, dass Swift einfach vollkommen ungeeignet ist, wenn man sehr oft sehr kleine Allokationen hat, was eben bei diesen Paketen dann der Fall ist. Also wenn wir eben Millionen von Paketen in der Sekunde empfangen und verschicken wollen, dann wird da sehr viel alloziert und dealloziert und das heißt, wir haben einfach sehr viele Release- und Retain-Calls in Swift und das ist ein riesiger Overhead für den referenzzählenden Garbage-Collector. Genau, dann haben wir uns noch angeschaut, warum ist Rust eigentlich ein bisschen langsamer als C. Haben wir uns den CPU-Performance-Counter angeschaut. Der zeigt uns, was die CPU tut, wenn das Programm läuft. Das sind jetzt hier recht viele Daten auf der Tabelle, aber wir schauen uns da nur einen kleinen Ausschnitt davon an. Und zwar vor allem die Instruktionen und die CPU-Zyklen. Wie man sieht, hat Rust hier 209 Instruktionen pro Paket und C führt 127 Instruktionen pro Paket aus. Gleichzeitig haben wir bei Rust ungefähr 100 CPU-Taktzyklen und bei C 94 Taktzyklen. Das heißt, Rust führt in 6 Taktzyklen mehr ungefähr 80 Instruktionen mehr aus. Das war eine recht interessante Erkenntnis, dass Rust hier einfach eine deutlich höhere Dichte an Instruktionen hat, also deutlich mehr Instruktionen pro
CPU-Taktzyklus. Genau, wir haben uns aber nicht nur das angeschaut, sondern auch noch andere Messungen durchgeführt und dafür gebe ich jetzt an Paul zurück. Ja, danke Simon. Ja, aber hier ist jetzt endlich mal hier so Speculative Execution und sowas für was gut, was nicht Sicherheitslücken sind, weil es wird natürlich alles von der Out-of-Order-Execution gefressen, diese ganzen Sicherheitschecks. Ja. Nun, Performance ist nicht nur, wie viele Pakete kann ich da pro Zeit durchschaufeln, sondern auch, wie lange brauche ich, bis das Paket wieder auf der anderen Seite rauskommt in Mikrosekunden. Und ja, das haben wir für all unsere Forwarder mal gemessen. Das ist ja so ein bisschen komplizierteres Test-Setup. Da haben wir dann noch so mit Glasfaser und Fiber-Optik-Splitters und einem dedizierten Hardware-Timestamping-Device, um halt auch diese Nanosekunden-Level-Timestamps zu bekommen und auch alle Pakete zu timestampen. Und was man hier jetzt sieht, ist ein sogenanntes HDR-Histogramm. Das ist einfach eine Latenzverteilung mit Fokus auf die sogenannte Tail-Latency. Wir sind daran interessiert, wenn irgendwie so ein Treiber zwischendrin mal einen Schluck auf hat, weil das meistens das ist, was einem Probleme bereitet. Wenn ich mir nur den Durchschnitt anschaue oder nur den Median, dann denke ich oft, ist voll gut, aber wenn dann jedes tausendste Paket irgendwie mal stecken bleibt, weil der Garbage Collector gerade was macht, ist das am Ende oft nicht so gut, weil das tritt verdammt viel öfters zu, als man sich denkt. Ja. Wenn ich mir den Graph anschaue und dann sehe ich hier auf der X-Achse das Perzentil, wenn ich jetzt zum Beispiel beim 99. Perzentil hochgehe, mir eine der Linien für die Sprache raussuche und dann nach links gehe auf die Y-Achse, dann komme ich zum Beispiel beim 99. Perzentil bei C bei irgendwie 7 Mikrosekunden oder so raus. Das heißt, 99% der Pakete werden in unter 7 Mikrosekunden weitergeleitet. Das heißt, wenn es da hinten hochgeht, dann wird zum Beispiel jedes tausendste Paket nur noch in 100 Mikrosekunden weiterverleitet, weil da irgendwo der Garbage Collector läuft. Wir haben da viel Arbeit reingesteckt, um die ganzen Garbage Collectors und so weiter entsprechend zu tunen, damit es überhaupt vernünftig geht. Vor allem Haskell war da ein bisschen schmerzhaft, da überhaupt hinzukriegen, dass der im unter Millisekunden bleibt. Da steckt ein bisschen Arbeit drin und Multithreading darf man auch nicht anschalten in der Runtime, weil sonst geht es irgendwie vollkommen kaputt. Aber da sieht man halt ganz deutlich, ganz unten C und Rust, das ist quasi auf derselben Linie. Da ist natürlich bei der Latenz kein Unterschied zu erwarten. Da ist nichts, was das aufhalten kann. Dann Go kommt als nächstes. Das ist ein bisschen langsamer, weil Go einen wirklich sehr guten Garbage Collector hat für, wenn ich so Mikrosekunden Stop the World Times maximal haben will. Und danach kommen dann halt so die anderen Sprachen und vor allem eben die beiden, die da voll ausreißen, das ist jetzt eben OCaml und Haskell und das ist schon nach sämtlichen Tuning und so weiter. Nun, das war jetzt nur die Messung bei 1 Million Pakete pro Sekunde. Was passiert, wenn wir die Paketrate mal verzehnfachen? Hier sind jetzt weniger Sprachen drauf. Das liegt daran, dass wir hier nur noch die messen können, wo auch wirklich keine Pakete verloren gehen, wo wirklich der Durchsatz geschafft wird. Weil in dem Moment, wo das Ding überlastet ist und Pakete verloren gehen, dann messe ich einfach nur noch die Größe von dem Buffer und da kommt nichts mehr raus. Der Buffer ist dann irgendwie eine Millisekunde groß und dann ist es immer eine Millisekunde. Super. Ja, aber hier weiterhin C und Rust ist wirklich direkt übereinander. Dann kommt Go und dann C-Sharp. Auch übrigens C-Sharp steckt ein bisschen Frickelei drin, um da irgendwie ein paar Allocations zu entfernen aus dem Code mit irgendwelchen fancy neuen Stack-Alloc, neuen Features und den Garbage Collector in Sustained Low Latency Mode zu setzen und so weiter. Standard C-Sharp in Standardeinstellungen ist eher bei so 200 Mikrosekunden. Gut. Gehen wir nochmal ein bisschen hoch von der Datenrate auf 20 Millionen Pakete pro Sekunde und dann sehen wir jetzt endlich einen Unterschied zwischen C und Rust. Das hier ist einfach deshalb, weil C ist ein bisschen schneller als Rust und dadurch kann es effektiv mehr Batches pro Zeit verarbeiten. Das heißt, ein Batch enthält leicht weniger Pakete in C und da irgendwie das Paket an der zufälligen Stelle im Batch steht, ist das gut für die Gesamtlatenz. Und Go ist dann hier auch nah an der Überlastgrenze. Zahlen sind leicht anders als der Graph vorher, weil es auf einer anderen CPU lief, aus verschiedenen Gründen. Gut, dann haben wir noch hier einen letzten Punkt, bevor wir zum Ende kommen. Und das ist, wie ist denn das jetzt mit der Sicherheit? Oder wir haben jetzt gesagt, wir haben diese tollen Sprachen, die Treiber sind jetzt alle in super Sprachen. Aber vorher haben wir kurz erwähnt, das läuft immer noch mit Root. Ja, warum eigentlich? Nun, wir starten es natürlich mit Root, weil ich brauche die Root-Privilegien einfach, um mir diesen PCIe-Speicherbereich zu mappen. Ich brauche das aus
verschiedenen komischen Implementation-Detail-Gründen, um mir den Speicher für DMA zu allokieren. Und ich muss den Speicher auch locken, damit der nicht irgendwie rausgeswappt wird, wenn er gerade die Karte reinschreiben will. Da ist natürlich die erste Idee, hey, das brauche ich ja eindeutig nur für Setup. Kann ich also das einfach in ein kleines anderes Programm schreiben und mir die Privileges danach wegwerfen? Kann man natürlich machen, ist dann aber nicht gut. Also funktioniert da nicht so, wie man erwartet. Dafür schauen wir uns einfach mal an, wie sieht so eine Server-Architektur oder Architektur im High-Level aus. Wir haben hier oben unsere CPU, wo irgendwie die Anwendung läuft und unten links haben wir so ein PCIe-Gerät, unten rechts haben wir unseren Hauptspeicher und wenn ich jetzt eine Anwendung bin und ich möchte mir irgendwas in meinem Speicherbereich speichern, dann kann ich mit dem Hauptspeicher reden und dazu gehe ich durch die MMU, das ist die Memory Management Unit. Die Memory Management Unit wird vom Kernel kontrolliert und der Kernel konfiguriert die so, dass eben nur meine Anwendung nur Zugriff auf den eigenen Speicher hat oder worauf ihr halt Zugriff gegeben wurde. Und dadurch ist es von Hardware-Seite her gecheckt, dass da nichts schieflaufen kann. Analog dazu, wenn ich irgendwie diese magischen Files nehme, das ist übrigens Teil vom UIO-Subsystem in Linux, dann konfiguriert das für mich das so, dass ich auch auf mein PCIe-Gerät zugreifen kann. Nun sieht das alles gut aus. Das Problem kommt natürlich, sobald mein PCIe-Gerät sagt, hey, ich möchte jetzt auch mal auf den Speicher zugreifen. Das geht nämlich dann einfach vollkommen an der MMU vorbei und schreibt da direkt irgendwo hin. Und zwar wirklich irgendwo hin. Hab da ein paar Mal auch so das Dateisystem dann verloren auf dem Server, weil, ups, war wohl der falsche Pointer drin. Passiert. Die Lösung dafür ist so ein kleiner Hardware-Baustein, die IO-MMU. Die IO-MMU ist einfach eine Memory Management Unit für IO-Geräte und die stellt sich einfach dazwischen. Die ist in jeder modernen CPU, die Hardware-Virtualisierungsunterstützung hat, weil das braucht man vor allem für VMs, um die abzuschotten, wenn man da einen Device-Pass so macht. Gut, und dann sieht der Speicherzugriff eben so aus, geht durch die IO-MMU, die wird wieder vom Kernel irgendwie konfiguriert und dann muss mein Programm nicht mehr als Root laufen. Wie läuft das jetzt unter Linux ab? Man muss das System erstmal im Allgemeinen vorbereiten und indem ich das Gerät jetzt nicht keinem Treiber zuweise, sondern so einem speziellen Treiber, der für mich IOMU-Konfiguration und Speicherallokation übernimmt. Und wenn ich das habe, dann kann ich das Device einfach einem anderen User geben und der darf das dann benutzen, und zwar nur dieses Device. Für den User, der das dann ausführt, der darf sich dieses Device mmappen. Da gibt es eine ganze Liste an schlecht dokumentierten IO-Console-Calls. Da liest man dann irgendwie so ein bisschen den Kernel-Source-Code, dann findet man raus, was die alles tun. Und dann kann man sich dort DMA-Speicher geben lassen vom Kernel. Das ist sogar ein bisschen bessere Möglichkeit, DMA-Speicher sich zu allokieren im User-Space. Aber danach kann man das Gerät prinzipiell wie alles andere verwenden. Der einzige Unterschied ist, dass das Setup anders ist und dass jetzt alle Zugriffe durch die IOMU gecheckt werden. Ich muss mich in der eigentlichen Treiberlogik nicht mehr darum kümmern. Wir haben das in C und in Rust implementiert, so als Prototyp. Und dann haben wir uns mal angeschaut, kostet das jetzt eigentlich Performance? Ist diese IOMU eigentlich total gut? Weil das ist total spannend. Dieses Ding ist nicht so toll dokumentiert von Intel. So auf Intel-CPUs angeschaut. Ja gut, auch bei AMD gibt es keine ordentliche Doku da. Während da ist zum Beispiel auch geheim, wie groß der Cache auf dem Ding ist und sowas. Sind auf 64 Einträge gekommen, andere sind auch auf 64 Einträge gekommen. Ja, aber wenn man sich das jetzt hier anschaut, wir schauen jetzt erstmal die schwarze Linie, das ist unser Basiswert, das ist der gleiche Graph wie der Durchsatztest von vorher und fast der gleiche Graph, andere CPU. Das ist der Basiswert, da ist zum Beispiel relativ egal, wie ich mir den Speicher alloziere, da kann ich entweder normale Pagegröße oder Huge Pages nehmen, das ist für die MMU relevant, aber macht keinen Unterschied. Wenn ich mir aber die IO-MMU aktiviere und das einfach naiv mache und bei 4 Kilobyte Pagegröße bleibe, also den absoluten Defaults, dann ist so, ups, Performance schlecht. Und dann fängt man erstmal an zu debuggen, schaut, gibt es da eigentlich Performance-Counter, um sowas zu tracken, wo das hängen bleibt. Nee, gibt es nicht, was komisch ist, weil für alles andere gibt es Performance-Counter. Aber dann haben wir relativ schnell herausgefunden, dass man eben die Huge Pages an der Stelle aktivieren muss und dann hat man eigentlich auch keinen Performance-Verlust mehr. Ja, technisches Detail, anscheinend ist der TLB 64 Einträge groß bei der IOMU, bei der MMU 4096. Oder anders gesagt, wenn man es richtig macht, ist es auch noch schnell mit der IOMU und sagen wir nicht zu viele Geräte hat. Gut, das ist es dann auch so von unserer Seite her gewesen.
Bleibt noch zu sagen, wir haben hier irgendwie den ganzen Code in den ganzen Sprachen auf GitHub. Da ist der QR-Code bzw. XC Languages, einfach mal googeln. Das ist so ein Meta-Repository, da ist ein README-File drin mit einer Tabelle, da sind die ganzen Arbeiten verlinkt, da ist der ganze Code verlinkt, die Bachelorarbeiten, die Dokumentation und so weiter. Da kann man sich das einfach mal näher anschauen. Die Folien hier sind auch verlinkt. Die Folien habe ich hier auch im Fahrplan hochgeladen, wenn jemand die ganzen Tabellen nochmal ganz sehen will im Detail, weil das zu schnell ging. Ja, prinzipiell, wenn hier jemand den nächsten Treiber schreibt, vielleicht mal dran denken, ob der Treiber wirklich im Kernel laufen muss. Meistens ist die Antwort, meistens muss er eben nicht im Kernel sein. Die richtigen Stichworte sind irgendwie UIO und VFIO und dann kann ich mir halt den Treiber halt auch in der beliebigen Sprache schreiben. Dann bin ich nicht mehr auf diese Legacy-C-Sachen so eingeschränkt. Also einfach dran denken, Treiber in coolen Sprachen schreiben. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Hat jemand, wir haben noch ganz kurz Zeit für Fragen. Ja. Ihr habt am Anfang so ein bisschen gezeigt, wie viele sicherheitsrelevante Bugs irgendwie im Linux-Kernel drin sind und an wie vielen ist da die Sprache schuld. Gibt es denn im Prinzip schon Statistiken, die irgendwie sagen, in C gibt es pro 100.000 Zeilen Code so und so viele Bugs, sicherheitsrelevante, und in Rust so und so viele? Oder kann man das überhaupt vergleichen, weil eine Codezeile Rust nicht gleich eine Codezeile C, gibt es da irgendwie Erkenntnisse drüber, ob die eine Sprache tatsächlich weniger zu weniger Fehlern führt als die andere? Ja, ich habe da sehr viel gesucht, sehr viel Studien gesucht, ob es da irgendeine gute Quelle gibt, aber ich habe nichts wirklich Belastbares gefunden, was dann auch wirklich dem Stand hält, wenn man sich das mal näher anschaut. Weil da muss ich ja irgendwie einen Vergleich haben, wo erstmal ähnlicher Code geschrieben wurde. Wenn ich jetzt irgendwie Betriebssysteme mit irgendwelchen Web-Apps vergleiche, ist das vollkommener Quatsch. Dann ist die Frage, wer hat den Code geschrieben? Ich habe nichts Belastbares leider gefunden. Wisst ihr, wieso die Python-Implementierung so unglaublich langsam war? Und hätte man die möglicherweise schneller gekriegt, wenn man gesagt hätte, ich lager vielleicht mal so 20, 30, 40 Zeilen von dem Python-Code in C-Code aus? Der Hauptgrund ist, dass wir einen verständlichen, einfachen Python-Code haben wollten, den man so für Prototyping verwenden kann am Ende. Die Python-Arbeit ist eine Masterarbeit, die jetzt bald fertig sein wird, wird dann auch auf der Seite verlinkt werden. Das Problem war der idiomatische Python-Code, dass wir hier der Zugriff auf die C-Struct, das Ganze geht in irgendeinem Quatsch raus und mit PyPy ist es nicht kompatibel aus verschiedenen Gründen. Man hätte den schneller kriegen können, aber dann wäre es nicht mehr so schön gewesen. Ich sehe prinzipiell keinen Grund, wenn man die richtigen Stellen an C auslagert, ist PyPy kompatibel hinkriegt und auf einige hübsche Features verzichtet, kriegt man das auch so schnell hin wie OCaml oder Haskell, da sehe ich kein Problem. Ich frage auf Englisch, aber kannst du auf Deutsch antworten. Your setup, the test setup for benchmarking, is it still available? For example, if somebody is to implement a driver in a weird language, are you actually able to retest everything or this setup is already gone? This is, we have a really great test infrastructure. This is all based on live booting servers with immutable images. So I can run this at any time. Basically, it's a command. It live boots the image into RAM. I can run it whenever. So if you have a great implementation, let me know. Happy to test it. Du hattest in der Folie zu den Durchsätzen, da fehlte, glaube ich, ein Datenpunkt bei C-Sharp. Habe ich es nur überhört oder gibt es da eine Geschichte zu? Hä, also wer hat dir gesagt, dass du das fragen sollst? Also, oder ist dir das jetzt wirklich aufgefallen? Das ist mir schon bei dem Mitschnitt vom C3 aufgefallen. Da hat er, glaube ich, auch schon gefehlt. keine Ahnung, der Treiber crasht irgendwie bei genau dieser Konfiguration, aber nur auf der CPU mit der Taktfrequenz. Wenn die CPU runtertakte, läuft es. Keine Ahnung. Ich fand das nur interessant, weil das wäre der Punkt gewesen, wo er zu den anderen aufgeschlossen wäre, wenn man so mal naiv extrapoliert. Also es wäre halt cool gewesen, aber wenn es nicht funktioniert, ist es schade natürlich. Aber
ich habe einen Datenpunkt für leicht weniger und es schließt nicht auf, es fällt ab. Der Hintergrund ist, die größere Batch-Size ist normalerweise schlechter, weil der L1-Cache getrashed wird. Habt ihr irgendwelche Bugs dann im Original-C-Code, der so als Vorlage gedient, gefunden während der Entwicklung? Das wäre noch interessant. Wir haben den C-Code nicht so sehr als Vorlage, also in meinem C-Code jetzt oder in meinem C-Code. Ja, da waren irgendwelche komischen Bugs drin. Ich habe an einer Stelle irgendwie die falsche Variable, es war was, was wir nicht getestet haben. Das war, ich würde sagen, zwei Bugs haben wir gefunden. Das wäre so ein bisschen ein Hinweis drauf, wie gut C im Vergleich zu dem, was ihr getestet habt, ist. Aber also der eine Bug wäre jetzt durch Small Number Statistics, aber interessant. Der eine Bug wäre durch eine Sprache nicht verhindert worden, weil da habe ich, wenn ich die Anzahl der Queues konfiguriere, irgendwie ERX-Queues, die gleiche Zahl auch für die TX-Queues genommen, falsche Variablenamen. Habt ihr auch Messungen gemacht, wie viel langsamer es war zum originalen Kernel-Treiber? Mhm. Ja, aber ist hier nicht unbedingt unser Ziel, weil das kein fairer Vergleich ist. Der Kernel-Treiber macht sehr andere Sachen, hat ein sehr anderes Interface nach oben. Wir sind Faktor 5 oder so, 5 oder 6 schneller als der Original-Kernel-Treiber. Wir sind, das ist kein fairer Vergleich, das ist ein unsinniger Vergleich. Wir sind etwa so schnell wie der XDP-Kernel-Treiber. Und wir sind etwa so schnell wie eine ältere DPTK-Version von dem Treiber, aber langsamer als die neuen DPTK-Versionen, weil die neuen voll mit AVX2 Intrinsic sind und die sind schneller. Überraschung. Fragen noch? Ja, dann danke für die ganzen Fragen. Sehr interaktiv hier.